In Business TV präsentiert ATV Unternehmen aus Augsburg und Schwaben. Aufgepasst ist eine Kooperation von ATV und dem Schulwerk der Diözese Augsburg. Business TV. Bei uns heißt es wieder aufgepasst und damit Servus und herzlich willkommen zu unserer Schulsendung hier bei ATV. Ab sofort geht es bei uns um besondere Wege zur Schule. Wir stellen Ihnen Menschen und ihre Geschichten vor. Dieses Mal den Schulleiter der Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung, Wolfgang Ullmann. Sein Arbeitstag beginnt ganz klassisch um 7:30 Uhr morgens und er macht sich mit dem Fahrrad auf den Weg in die Schule. Ich mag das morgens eigentlich ganz gerne, wenn der Tag beginnt. Und ich steige aufs Fahrrad und habe erstmal 20, 25 Minuten Zeit, mir den Tag so durch den Kopf gehen zu lassen und dann einfach die Zeit zu genießen. Hier muss man schauen, wenn man zu spät kommt, wird es sehr eng. Ich hingegen, ich komme morgens angefahren, ich finde immer einen Parkplatz. Man braucht entsprechende Ausrüstung dazu, mit Regenhosen und Regenschuhen und entsprechender Jacke und Mütze und alles, was dazugehört. Fahre ich im Grunde das ganze Jahr durch. Und da wird dann auch gar nicht mal überlegt. Ich finde, das kostet viel zu viel Energie, wenn ich jetzt morgens überlegen würde, hat es jetzt Minusgrade oder schneit es gerade? Nein, ganz klar, der Tag geht so los, raus aufs Fahrrad und dann geht's los. Früher bin ich nicht so viel Radl gefahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber jetzt tut's gut zu sagen, man hat diese 15 Kilometer am Tag und das sind dann 40, 45 Minuten. Und den Sport, den habe ich quasi inklusive auf dem Arbeitsweg und auf dem Heimweg. Das ist unschlagbar. Mein Name ist Wolfgang Ullmann. Ich bin seit August 2021 Schulleiter an der Berufsfachschule für Ernährung und Versorgung Maria Stern in Augsburg. Wir bilden in einer dreijährigen Ausbildung junge Menschen zu Hauswirtschaftern aus. Und das ist ein sehr vielfältiges Berufsbild, was die Schülerinnen und Schüler erwartet. Es gibt viele Tätigkeiten, wo ich direkt mit der Person, die ich betreue, interagiere. Von der Arbeit in privaten Haushalten bis hin in der Gastronomie, in Tagungsstätten, in Kindertagesstätten, in Altenheimen. Ganz, ganz unterschiedlich. Auch die Einsatzmöglichkeiten letztendlich, dann aber auch die Fortbildungsmöglichkeiten, die damit bereitstehen. Ich bin tatsächlich das erste Mal in meinem Leben Schulleiter und es fühlt sich einerseits gut an, denn ich hatte, als ich die Stellenanzeige gelesen hatte, mich hat dieses neue Fach interessiert. Ich wollte einfach wieder mal was Neues lernen. Ja? Und das habe ich aber damals auch in meiner Bewerbung mit angegeben. Ich muss mich in diese Materie Ernährung und Versorgung erst reinarbeiten. Aber es macht mir Spaß, mit Menschen zu arbeiten. Ich wollte Verantwortung übernehmen und ich arbeite gern sinnhaft und das nehme ich natürlich sehr wichtig. Das ist ein sehr vielfältiges Aufgabenpaket. Das fordert einen natürlich, auf jeden Fall. Es ist nicht immer alles toll, das stimmt. Ja. Wenn ihr mal so zurück überlegt, das Schöne ist, wenn ich den Schülerinnen und Schülern ihr Zeugnis habe überreichen dürfen. Dann weiß man, okay, es ist es geschafft und naja, gehen dann ihren Weg weiter. Aber hier ist der Abschluss geschafft. Und natürlich gibt es aber auch Gespräche zu führen, wo was nicht so gut funktioniert. Aber das ist ganz klar. Und dann muss aber eine vernünftige Lösung her. Und wir arbeiten alle an der gleichen Sache. Und auch wirklich, dann steht auch der Mensch und das Problem im Fokus. Und das können wir gemeinsam lösen. Und in der Regel kriegen wir auch eine Lösung her. Und wenn ich weiß, ich bin hier auch nicht alleine, sondern ich habe hier ein Team, das hinter mir steht und das auch für diese Schule brennt gewissermaßen, dann macht es natürlich leichter, all diese Aufgaben auch wahrzunehmen. Ich bin nicht nur Schulleiter, sondern natürlich gehört auch das Unterrichten zu meinem Alltag. Das macht fast vielleicht so die Hälfte aus eigentlich meines Arbeitspensums. Und das ist aber eine ganz gute Mischung. Guten Morgen zusammen. Ich möchte gerne Verschiedenes weitergeben. Und es gibt so viele spannende Bereiche. Und
ja, lernen und erfahren. Alles, was wir machen, ist Erfahrung. Und ich möchte einfach meinen Teil dazu beitragen, dass Menschen einfach was Neues lernen, was Neues mitbekommen, das umsetzen können und damit dann einfach arbeiten können und das in ihr Leben, in den Alltag integrieren können. Besonders schön ist, wenn man merkt, es funktioniert, es harmoniert auch. Ja, auch, dass man die Rückmeldung bekommt, auch man wird angenommen, man wird akzeptiert auch als Lehrkraft und man spürt, dass eine gute Stimmung da ist. Man lacht auch mal miteinander, das gehört einfach mit dazu. Das ist nicht alles ernst, das ist nicht nur Wissensvermittlung, sondern das ist Leben und das Leben möchte ich gerne abbilden. Das Fach, das wir heute hier haben, da geht es unter anderem, wie gehe ich mit anderen Menschen um in der Betreuung, vielleicht auch teilweise in so pflegenden Situationen. Unsere zukünftigen Assistentinnen und Assistenten für Ernährung und Versorgung, die kümmern sich um Kinder, die sind für Erwachsene auch da, die sind für Menschen mit Beeinträchtigungen da, egal welchen Alters. Und da ist Kommunikation ein ganz, ganz wichtiges Feld. Leben und Lernen, es ist einfach ein Weg, auch heute. Nehme ich natürlich wieder mit, wie kam die Methode an? Wie war das Gespräch? Das schreibe ich mir hinterher nicht auf, aber das speichere ich ab. Deswegen ist es ein kontinuierliches Weiterentwickeln. Und das finde ich aber das Schöne an dem Beruf. Ich würde jetzt sagen, es ist gut und es kann aber immer besser werden. Oder es muss nicht besser werden, es kann anders werden. Aktuell unterrichte ich die Fächer Personenbetreuung, projektorientiertes Arbeiten in der Theorie sowie das Fach katholische Religionslehre. Die Fächerkombinationen, die sind eher theoretisch angehaucht, auch wenn man versucht, im Unterricht das ein oder andere praktische Beispiele, Rollenspiele, wie auch immer einzubringen. Aber nachdem die Ausbildung sehr praxisorientiert ist, stellt sich für mich auch die Frage, möchte ich da auch hinkommen, möchte ich da auch ein Teil davon sein, einfach die Schülerinnen und Schüler praxisorientierter zu unterrichten. Wir haben uns gedacht, wir möchten ein neues Wahlfach platzieren. Dieses Wahlfach nennt sich professionelle Kaffeezubereitung. Wenn Sie mögen, können Sie einfach mal Ihren ersten Espresso selber zubereiten. Wer hat Lust? Ich möchte gerne eine zertifizierte Ausbildung zum Barista absolvieren. Da geht es einfach darum, sich selbst zu qualifizieren, um dann mit einem entsprechenden Abschluss dann aber auch wirklich dieses Wissen dann an die Schülerinnen und Schüler weitergeben zu können. Ja, ganz nach oben mit einem Zug. Ja, sehr gut. Und jetzt merken Sie, es läuft die Pumpe. Sie profitieren in erster Linie, dass Sie sagen, Kaffee ist erlebbar, Kaffee ist mit allen Sinnen erfahrbar und ich kann dieses Wissen, das Theoretische, aber wie auch dann das Praktische mitnehmen, wenn ich zum Beispiel später in der Gastronomie arbeite, aber wenn ich auch vielleicht jetzt schon während der Ausbildung nebenbei in der Gastronomie tätig bin, in einem Café arbeite, dann kann ich das Wissen sofort an der Kaffeemaschine, an der Kaffeetheke umsetzen. Oder haben Sie Ihren ersten Espresso gemacht? Ich finde es immer schön, Neues dazu zu lernen. Ich verwende manchmal das Bild wie ein Schwamm. Ich kann nicht alles aufsaugen und manches verstehe ich auch nicht, das gebe ich auch ganz ehrlich zu, aber viele Sachen nehme ich einfach wahr. Und für mich ist es so eine Lebensphilosophie geworden, weil ich davon als Student reingewachsen bin, was Weiterbildung an sich bedeutet. Und das versuche ich für mich zu leben, weil ich merke, ich habe eigentlich ständig einen Mehrwert davon. Weiterbildung hat so viele unterschiedliche Gesichtspunkte. Ja, das fängt an bei mir selber. Also wie kann ich mich selber weiterentwickeln in meiner Sprache, in der Art und Weise, wie ich mich darstelle, wie ich mich selbst organisiere, aber auch all das Fachliche, was ich brauche, um meine Tätigkeit einfach gut ausführen zu können. Ja, hier an der Uni Augsburg war ich seit 1998. Und letztendlich
bin ich dann bis 2010 hier geblieben. Also ich habe mein Studium hier abgeschlossen und bin als Student, als studentische Hilfskraft damals ans Zentrum für Weiterbildung und Wissenstransfer gekommen. Und für mich war es schön, in diese Welt der Weiterbildung einzutauchen. Es war also Weiterbildung für Fach- und Führungskräfte. Und das war ja auch das, was mich selbst auch vorbereitet hat auf die Tätigkeit, die ich heute ausübe, wo ich unheimlich dankbar bin. Wie arbeitet eine Führungskraft? Wie denkt eine Führungskraft? Was für Skills braucht sie? Das haben wir damals den Führungskräften vermittelt, habe dann zuletzt den Bereich der offenen Seminare geleitet, Management-Seminarprogramm. Und es war eine richtig schöne Zeit. Also ich habe das geliebt, mit den Menschen zu arbeiten dort und auch das Feedback zu bekommen, wie wir arbeiten und wie wir unsere Arbeit verstehen. Selber auch viele Themen zu erfahren und mich weiterbilden zu können. Und so bin ich dann gewechselt an die TU nach München und habe dort nochmals eine andere Facetten auch mit anderen Partnern, mit denen man dort zusammengearbeitet, kennengelernt. Und auch das war eine interessante Zeit. Und ich habe seitdem eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht. Und das begeistert mich. Und wenn wir andere Leute auch begeistern können, dann machen wir eine richtig gute Arbeit. Und wenn man hinterher noch hört von Kursteilnehmern, so wie es bei ihnen läuft, das ist wie Familie, dann schließt sich da irgendwie für mich der Kreis. Wir machen was für den Beruf, wir machen aber auch was für die Personen und das in einem ganz guten Umfeld. Und das lässt sich auch auf eine Schule übertragen, dieses Miteinander. Ja, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, Kamera einpacken, schnell einen schönen Ort suchen und wer weiß, für was ich das Bild irgendwann mal gebrauchen kann. Fotografie ist einfach ein schöner Ausgleich für mich. Einfach an was anderes denken, ja? Sich auf die Umgebung konzentrieren, gerne auf Details zwischendurch mal. Aber ich bin damit auch gern einfach in der Natur unterwegs und versuche alle möglichen Facetten von der Früh, wenn das Licht wunderbar ist, mal auch über den Tag hin, bis in die Abendstunden oder die schöne blaue Stunde, verschiedene Motive zu finden und die festzuhalten. Ich habe die Bilder schon in Ausstellungen zeigen dürfen. Was einfach schön ist, was einfach Spaß macht, wenn Leute zusammenkommen, wenn man einander auch über dann die Bilder oder die Arbeit spricht. Oder auch, wenn die Bilder Platz finden in dem Buch. Und da sind schöne Bücher rausgekommen, von den Texten her, die ich selber gestalten durfte. Und eben dann auch das entsprechende Bildmaterial, um die Texte einfach einzubetten oder zu flankieren. Es sind Bücher, die viele Gedanken beinhalten über das Leben, über die Aufs und Abs, die man so hat, die man so erfährt. Und da merkt man dann, dass die Arbeit ist einfach nicht nur für einen selbst ist, sondern ja, man kann es einfach auch anderen mitteilen. Und das ist irgendwie doch auch was Schönes. So, jetzt ist Feierabend. Heute war viel los, viel am Schreibtisch, viele Gespräche im Kollegium. Mit den Schülern, im Unterricht, war es gut. Und jetzt ist es auch in Ordnung. Ich fahre jetzt mit einem guten Gefühl nach Hause und kann das ein oder andere nochmals überdenken, was vielleicht noch gemacht werden muss, morgen, übermorgen. Aber ansonsten ist es gut für heute und dann freue ich mich auf den Feierabend und auf ein Treffen mit Freunden.
Ja, während Wolfgang Ullmann jetzt in den wohlverdienten Feierabend radelt, darf auch ich mich von Ihnen verabschieden. Das war's mit Aufgepasst, mein Weg zur Schule. Schön, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie sich die anderen Folgen unserer Schulsendung jetzt gerne nochmal anschauen möchten, dann empfehle ich Ihnen einen Klick in unsere Mediathek. Unter www.augsburg.tv gibt's die volle Ladung Aufgepasst. Würde mich sehr freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei wären. Machen Sie's gut, Servus und auf Wiedersehen.